Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Stark Hall. Und heute sind wir ja in der Mine, genau wie in der letzten Folge. Und ich möchte mich jetzt nochmal entschuldigen. In der letzten Folge gab es keinen Ingame-Ton und ja, mein Aufnahmeprogramm, damit habe ich ein paar Probleme derzeit, ne? Das ist auch vielleicht jetzt ein bisschen Thema, da kann ich ein bisschen drüber labern, während ich diese Kohle abbaue, anstatt die ganze Zeit dumm rumzurennen. Denn ja, ich habe auf jeden Fall erstmal getestet, bevor ich jetzt die nächste Folge hier direkt im Anschluss aufnehme, getestet, ob Ingame-Sound da ist oder ob es überhaupt irgendwie Probleme mit der Aufnahme irgendwie gab, ne, oder ob es irgendwie nicht funktioniert hat, ob überhaupt kein Minecraft zu sehen war als Bild, ob, keine Ahnung, Portal 2 stattdessen aufgenommen wurde und was weiß ich alles. Und ja, das habe ich auf jeden Fall getestet, weil das teste ich mittlerweile, damit mir nicht so schnell immer mehr Fehler passieren und ich 10 Videos am Stück aufnehme und danach keins von denen zu gebrauchen ist, weil das ist mir ziemlich häufig in letzter Zeit passiert. Und siehe da, die Folge hat natürlich keinen Ingame-Ton. Das habe ich jetzt mal gefixt. Ich habe es nicht getestet, ob es funktioniert, aber ich meine, dass es jetzt hoffentlich funktioniert. Sonst tut es mir sehr leid. Ich teste das auf jeden Fall nochmal im Nachhinein, wenn ich mir die Aufnahme anschaue. Und dann hoffe ich, dass dann alles klappt. Ups. Ich nehme gerade auf, ne? Ja. Im Hintergrund. Okay, vielleicht einen schönen Gruß an euch alle von Tunnel Maulwurf. Wer ihn kennt, kennt ihn, ne? Wer übrigens immer noch auf seine Videos wartet, es bleibt einfach. Bleibt einfach Abonnent, okay? Wenn ihr ihn abonniert habt und Videos wartet, bleibt einfach Abonnent. Es kommen irgendwann Videos, es kann eine Zeit lang dauern, aber so ist es. Hört auf zu warten, deabonniert ihn nicht, weil keine Videos kommen, es kommen welche, okay? Irgendwann. Irgendwann. Und wenn es in 10 Jahren ist, okay? Irgendwann kommen wieder Videos. Aber ja, er muss sich auch erstmal ein bisschen geistig darauf vorbereiten, wie er mir immer so schön sagt. Und er ist ganz gerührt davon, wenn er sieht, dass er keine Abonnenten verloren hat. Obwohl, ich glaube, derzeit hat er 4 Abonnenten und nicht mehr 5. Ja gut, aber er hat trotzdem immer noch 4 Abonnenten, die er hat. Nach einem Video. Ah, Hilfe, es ist dunkel. Und wir haben gleich keine Spitzhacke mehr. Wow, wunderschön. Aber ja, das passt. Ich meine, er hat immer noch 4 Abonnenten. Das ist schon ganz gut für ein Video und für sein erstes Video, was eigentlich nicht mal eine richtige Folge war. Und dann schaue ich mal, dass ich ihn mal wieder dazu bringe, dass er ein Video aufnimmt, weil ich habe jetzt auch besseres Mikro und dann funktioniert alles besser. Und dann klappt das. Nur was er nicht möchte, ist wirklich nicht so gern alleine aufnehmen, weil so, ich muss immer dabei bleiben und mit ihm reden, weil er kann es nicht so gut haben, wenn er mit dem Monitor reden muss. Obwohl der Monitor das natürlich nicht so nett findet von ihm auch. Deshalb gibt es auch immer ein paar Probleme zwischen dem Monitor und Tunnel Maulwurf. Weil der Monitor, der fühlt sich dann vernachlässigt. Und ja, der mag es gar nicht, weil der sieht einfach, Tunnel Maulwurf möchte nicht mit ihm reden. Und dann wird er traurig, ne? Ja, und dann gibt es Grafikfehler und allen möglichen Kram. Und wir brauchen eine Werkbank und einen Ofen, um neues Eisen zu schmelzen. Das heißt, wir machen uns hier mal ein Lager. So, hier vorne ist ein gutes Lager. Und dann klappt das. So, Ofen, dann kommt hier ein bisschen Kohle rein, dann kommt hier ein paar Eisenerz rein. So, 3, 4, 5, 6, machen wir einfach 9. So, passt. Wir haben hier überhaupt keine Spitzhacke mehr, da haben wir wieder ganz viel. Und ja, da kommen wir dann auch nochmal zum Thema. Ich darf jetzt nicht zu weit wegrennen. Muss aufpassen. Ja, dann komme ich nochmal zum Thema. Ich habe wirklich in der letzten Zeit nicht so viele Videos aufgenommen, aber dann habe ich auch wieder Videos aufgenommen. Und das ganz Tolle ist ja wirklich, die Aufnahme hat nicht funktioniert. Keine Ahnung, es gab irgendwelche Probleme. Ich konnte die Aufnahme am Ende nicht verwenden. Und dementsprechend gab es so 10.000 Videos, hauptsächlich Bedwars-Aufnahmen, die sich nie hochladen konnte, weil sie einfach nicht funktioniert haben. Ja, das gibt natürlich sehr viel Motivation, wenn man 10.000 Videos aufnimmt, die man dann nicht verwenden kann. Und ich renne schon wieder zu weit weg, das ist nicht gut. Ich muss wieder zurückrennen. Ups, erstmal eine Ofenkartoffel essen. Ja, und die man halt nicht verwenden kann. Und das gibt richtig Motivation, ne? Muss ich schon sagen. Nein, also wirklich, das demotiviert echt. Und da hatte ich echt kaum noch Lust, irgendwie Videos aufzunehmen. Und ja,
Deshalb kam in letzter Zeit jetzt nicht so Videos, aber derzeit läuft alles gut. Ich habe auch wieder richtig Spaß, hier Star Call aufzunehmen. Und dann ist alles gut. So. Einen schönen Ort haben wir hier mit dem Diorit. Ja, also ich muss schon sagen, es ist eigentlich schon ganz cool mit den verschiedenen Gesteinsarten und so in Minecraft, dass sie das so gemacht haben. Und, ach egal. So. Weil so sehen die Höhlen auf jeden Fall schon mal etwas besser aus. So detailvoller, ne? Wenn man jetzt in diesen Höhlengang reinguckt. So, jetzt habe ich einen Screenshot für den Hintergrund fürs Thumbnail von dieser Folge. Wunderschön. So, die Sachen nehmen wir auch mal mit. Und dann gehen wir wieder auf Suche nach Diamanten. Weil wir brauchen mehr Diamanten. Und dafür renne ich nicht nach oben. Nein, wir rennen nicht nach oben für Diamanten, denn oben gibt es keine Diamanten. Oben gibt es nur irgendwelche Händler, die einen Diamanten verkaufen wollen für noch mehr Diamanten, als sie einen dafür geben. Ja, das ist Logik. Deshalb graben wir uns ja einfach wieder runter, weil wir sind schon wieder etwas zu hoch für Diamanten. Wir müssen hier runter auf Ebene 11, wenn ich 8. 8 ist eigentlich so meine Lieblingsebene, so. Nenne ich direkt Lieblingsebene, aber ja, für Diamanten ist die 8 eigentlich ganz schön so. Also gehen wir einfach mal hier auf die 8 und graben hier lang. So, dann klappt das auch schon wieder etwas besser. Und ich bemerke, wir haben wirklich einiges an Zeit. Okay. 8 ist vielleicht ein bisschen... egal, wir gehen einfach da lang. Obwohl, ist da was zu sehen? Ja. Sieht man da was? Nein, da gehen wir nicht hin. Nö. Okay, wir graben uns stattdessen hier lang. Das ist ein besserer Weg. Und dann geht das. So. Zack. Fackeln. Oh. Lol. Ja, genau. Ich nutze jetzt erstmal das 1.9-Prinzip, was wir die ganze Zeit nutzen konnten, aber nie genutzt haben, nämlich BAM. So war es hier. Das ist doch cool, oder? Einfach in der anderen Hand die Fackel. Ja. Und was mache ich hier schon wieder? Egal. So müssen wir aufsammeln. Da führt kein Weg dran vorbei. Könnten uns natürlich außen rumgraben. Aber das war Cheating. Und wir brauchen eh ein bisschen Redstone. Und naja, es passt. Irgendwann werden wir eh genau ein Redstone zu wenig haben, weil ich diese Erze da nicht mitgenommen habe. Wenn wir irgendeine große Maschine bauen. Naja. Ja, dumm die dumm. Wir können ja auch Redstone-Blöcke zum Dekorieren verwenden. Fällt mir ein. Gut, aber kommen wir jetzt irgendwie, wir sind ja auf Ebene 9. Aha. Und bauen uns nach Osten. Sehr interessante Information, das muss ich schon sagen. Dumm die dumm. Und jetzt habe ich gerade einfach überhaupt nichts zu erzählen, lol. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Höhle. Okay. Gut. Ansonsten. Ja, dem dumm die dumm. Sorry, Leute. Ich bin gerade am Überlegen, okay? Ich überlege gerade. Ich brauche natürlich einen Satzanfang. Ich kann natürlich nicht anfangen mit Halloween Starcall Livestream, mega schlecht, blub, niemand versteht mich, blablablab, ne? So kann man natürlich keinen Satz anfangen. Ich muss natürlich erstmal genau überlegen, wie ich den Satz anfange, bevor ich dann anfange zu erzählen. So, und jetzt graben wir uns einfach hier weiter. Und ja, so, wie ihr halt so bestimmt gesehen habt, den Halloween-Livestream von Starcall, der hat ja schon ein bisschen mehr Aufrufe bekommen, als man lieb ist. Aber na gut. Ja, der war auf jeden Fall ein sehr guter Livestream, das muss ich schon sagen. Der hatte diesmal nicht nur 10 Minuten Verzögerung, nein, der hatte 15 Minuten Verzögerung. Also ich habe wirklich beste Internet, ne? Und da war auch mega viel zu sehen, also ich bin erstmal die ganze Zeit nur ein Bild eingeblendet und zu hören, wie ich mit Serranax rede, dass er endlich schafft, auf dem Server zu joinen. Und ups, ich vergesse immer, dass ich gar nicht mehr auf die Fackeln wechseln muss. Ja, und ja, genau. Und dann später war einfach zu sehen, wie ich einfach so im Kreis so rumrenne. Und dann noch weiter später sind wir auf Tumulte gewesen. Und ich habe extrem extrem geleckt. Einen mega schlechten Ping gehabt. Und schlechte Pings, die sind wirklich nicht gut. Wenn ihr wirklich extrem schlechten Ping habt, spielt nicht auf Servern, okay? Insbesondere nicht
auf, keine Ahnung, Bedwars oder PvP, ne? Das ist nicht gesund. Das meine ich jetzt ernst. Tu das einfach nicht. Ich wurde schon mal deshalb gebannt. Ja, jemand hat mich reported, weil ich total geleckt habe und das so aussah, als würde ich hacken. Deshalb wurde ich sogar permanent von Beweis gebannt. Ja, ich kann da auch heute nur noch drauf spielen, weil ich einen Entbannungsantrag geschrieben habe. Also wenn ihr auf irgendwelchen Servern gebannt seid, schreibt ruhig einen Entbannungsantrag, okay? Weil wenn ihr da wirklich drauf wollt und das und ihr nicht irgendwie gehackt habt und so und es wirklich einfach ein Missverständnis war, und wirklich, dann, ja, dann schreibt man einen Entbannungsantrag. Da stand auch, wie man den schreiben sollte. Ich habe dann alles genau geschildert, wie das so war. Und dann wurde ich auch noch am selben Tag entbannt. Und das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und ja, wir haben keine Fackeln mehr. Okay, auch gut. Dann fangen wir die einfach hier rein und dann haben wir wieder Fackeln. So. Und ja, deswegen kann ich heute auch wieder auf Vervace spielen, weil Vervace ist ein super Server, was Bedwars angeht. Und es gab ja auch ein großes Update von Murder. Das ist ja auch unser Spielmodus auf Vervace. Richtig cool. Und als ich den so gespielt habe das erste Mal, ich hatte keine Ahnung mehr, was ich tun musste. Es war einfach irgendwie alles anders. Es gab ein riesiges Update wirklich. Also das muss ich auch nochmal irgendwie mit Zanax und Anil P zusammen spielen. Und das dann vielleicht aufnehmen. Es war bestimmt auch richtig cool, so zu dritt dann das wieder aufnehmen. So zweite Folge Murder. Aber ich möchte nur erwähnen, ich habe eine Folge Mörder aufgenommen. Und zwar war das mit dem Ecto-Player. Aber ja, das gehörte zu den zwei Bedwars-Runden, die ich mit Ecto-Player aufgenommen habe. Und die ja auch nicht funktioniert haben, weshalb ich die Mörder-Runde auch nicht verwenden konnte, weil einfach mein ganzer Monitor aufgezeichnet war. Also mein... Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist schlimm, wenn mein ganzer Monitor aufgezeichnet wird? Ja, es sieht so aus... Ich habe Aufnahmeprogramm im Hintergrund, was ich permanent sehe, wegen der Bildschirmauflösung von Minecraft, die ich festgelegt habe, aber nicht dem der Auflösung meines Monitors entspricht. Und wenn mein ganzer Monitor aufgezeichnet wird, dann ist mein Desktop zu sehen mit Ordnern oder die Dinge, die ich geöffnet habe, wie Audacity oder mein Aufnahmeprogramm oder Ordnern oder was weiß ich alles, ne? Und das ist einfach nur total unprofessionell. Und, das möchte ich so jetzt eigentlich nicht hochladen. Deshalb habe ich die dann verworfen und ja, irgendwie klappt das nicht wirklich mit der Aufnahme mit Ecto-Player. Das ist schon irgendwie bescheuert, aber naja. Ich habe auch eine Bedwars-Folge mit Zanax aufgenommen. Und Leute, tut mir leid, die kann ich leider auch nicht hochladen. Aber die ich danach aufgenommen habe, die wurde hochgeladen. Die ist da. Die sollte vor einer Woche wo bin ich? Sorry, ich habe komplett den Faden verloren. Ja, die hat auf jeden Fall funktioniert, die Bedwars-Runde. Ich war eigentlich noch auf Ebene 8, ja, das ist okay, das passt. Und die konntet ihr auch sehen. Ich hoffe, die ist auch gut angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Die war auf jeden Fall mega witzig mit Zeranax dabei. Und so und ja. Genau, auf jeden Fall, worauf ich nochmal hinaus wollte, war die Bedwars-Runde, die ich davor mit Zeranax aufgenommen habe. Die hat Zeranax auch aufgenommen. Und die hat er als Gameplay-Hintergrund genommen für sein Video, wo er jetzt täglich Mods von Modpacks nennt. So die Namen. Und so als Rätsel so ein bisschen verpackt, dass man so mitraten kann. Und das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Aber, naja. Also was an der Aufnahme nicht funktioniert hat. So, was an der Aufnahme mit Zanax nicht funktioniert hat, die er auch verwendet hat, weil bei ihm hat ja alles funktioniert. War, dass, ja, der Ingame-Ton wurde wieder nicht aufgezeichnet und damit nicht die Stimme von Zanax. Und damit war ich wieder nur alleine zu hören. Wow, super. Oh Mann. Ja, aber Zanax hat das auf jeden Fall aufgenommen, bei ihm hat das alles geklappt. Ich könnte es noch vielleicht zusammenschneiden. Ich habe die Videodatei, Zanax hat auch die Videodatei und Audio. Ich könnte das Audio von abschneiden und das mit meiner Videodatei kombinieren. Und dann hätte ich, dann könnte ich die Aufnahme eigentlich verwenden. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich das tun soll. Dann könnt ihr die Folge noch sehen, weil es war schon richtig cool. Es gab so richtige Diamanten. Es gab so ein richtiges 1 vs 1 Duell am Ende. Aber ja, ich spoiler mal nichts, ne? Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaut euch
Nee, dann schaut es euch nicht an. Doch, dann schaut es euch natürlich an, wenn die Folge da ist. Aber die ist ja derzeit nicht da. Und deshalb solltet ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr sie haben wollt. Weil dann könnt ihr mir die Mühe machen, Starlax nach der Videodatei und der Audiodatei fragen. Dann könnt ihr das zusammenschneiden. Und dann passt das alles. So. Wir haben jetzt 19 Diamanten. Wird immer besser. Das ist schon. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Braucht 7 für eine Hose. Dann braucht man 8 für. Okay, dann braucht man 8 für den Brustpanzer. 7 plus 8 sind, leerer Kopf, kann ich rechnen. Moment, 7 plus 8 sind, 7 plus 7, 14, 15, so genau, okay. Das ist eine gute Methode. oh Mann. Ja, das sind 15, dann haben wir noch die Schuhe, das sind 4, dann haben wir 19. Das heißt, wir können uns bis jetzt schon alles bis auf den Helm craften. Und dann brauchen wir nochmal 5, das heißt, wir brauchen insgesamt 24 Diamanten für eine komplette Diamantrüstung. Boah, das ist schon nicht schlecht, ne? Wer sich jetzt fragt, wieso ich nichts sage, ich, kann ich gerade nicht erklären, ich werde abgelenkt. Ich werde wirklich abgelenkt, Leute. Irgendwie hinter meinem Monitor steht mein Bruder und er tanzt da total dämlich. Ich kann mich aber nicht konzentrieren, so. Okay. Es geht wieder. So, er ist gegangen. Ja, noch mehr Diamanten. Sehr schön. Also wie gesagt, wir brauchen insgesamt 24, 21, 22, 23, 24... 25? Oh mein Gott, yeah, geil, wir haben 25 Diamanten. Das heißt, wir haben jetzt genug Diamanten für eine komplette Diamantrüstung. Also das ist super, muss ich schon sagen. Das wird doch richtig effektiv hier mal am Farmen. Aber wir haben schon wieder ein bisschen Probleme, nämlich haben wir vielleicht ein bisschen zu viel von allem. Hauptsächlich Cobblestone. Ach ja. Da muss ich schon sagen, die Folgen werden doch ein bisschen produktiver, weil ich habe da immer so, das mich stört so ein bisschen an Dark Hall. Die Folgen sind irgendwie extrem unproduktiv einerseits und irgendwie teilweise auch langweilig, ne, aber nicht direkt langweilig. Also ich, wenn ich mir meine eigenen Videos angucke, dann macht das schon Spaß, ne, und euch macht das doch auch Spaß, oder? Oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr braucht ein bisschen mehr Feedback, Leute, ein bisschen mehr Feedback, bitte. Und, was werfen wir jetzt hier weg? Wir haben hier die Planks, wir können hier... wir brauchen keinen Kies, so. Deswegen haben wir jetzt extrem viel Cobblestone. Ja, aber ich brauche wirklich ein bisschen mehr Feedback. Das würde mir etwas mehr helfen, was ihr so wollt. Und dann kann ich ein bisschen mal schauen. Aber was für mich so angeht, ich möchte gerne die Folgen ein bisschen mehr cooler gestalten, ein bisschen mehr effektiver, produktiver. Ja. Ne, wie ich das jetzt hier auch mache, also die Folge und die letzte Folge gefallen mir eigentlich sehr, weil ich meine, wir haben 25 Diamanten, ne, das, wir können uns die ganze Dia-Rüstung craften und haben immer noch Diamanten übrig. Das finde ich schon extrem cool. Das wollte ich schon immer mal in so einem Singleplayer-Survival-Projekt mal machen. Und ich habe das auch noch nie geschafft, eine komplette Diamantrüstung, aber jetzt haben wir tatsächlich die Diamanten für eine komplette Diamantrüstung. Ja, jetzt denkt man sich dann vermutlich auch, wieso ich es noch nie geschafft habe, eine komplette Diamantrüstung in Survival Singleplayer zu craften. Ja. Aber wie gesagt, die letzte Welt, wo ich so richtig drauf gespielt habe, die war, ja, sehr lange her. Und ich habe da, ich glaube, das erste, was ich mir aus Diamanten gecraftet habe, war eine Diamantspitzhacke. Und die hat mir für mich so unglaublich ewig gehalten. Und dann ging sie irgendwann kaputt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und ich weiß nicht mehr, wieso ich das erzähle. Denn... letztendlich habe ich extrem viel Cobblestone und ich muss hier einfach irgendwas wegtun. So. Okay, ein bisschen mehr Kohle. Und Lapis Lazuli. Aber sorry, Lapis Lazuli. Die nehmen wir jetzt. Nein, nein. Ciao, Bruchstein. Ciao, Bruchstein. So, ich brauche Lapis Lazuli. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir aus Diamanten so nie richtig was gecraftet. Wir waren Diamanten mega, mega, mega wertvoll für mich. Und wir haben jetzt vielleicht ein kleines Problem. Lager. Okay. Ja, wie gesagt, Diamanten waren für mich wirklich mega, mega wertvoll. Und,
Haben wir kein Eisen mehr? Doch, da. Brauchen wir 9. So. Und dementsprechend habe ich mir halt nicht so viel aus Diamanten gecraftet. Es war mir wirklich so wertvoll, genau wie das früher den Effekt hat, dass ich mega Angst vor Minecraft-Monstern hatte. Ich habe wirklich eine Zeit lang nur friedlich gespielt, weil ich einfach ultra Angst vor denen hatte. Ich hatte früher Albträume, dass ich Minecraft gespielt habe und sich der Schwierigkeitsgrad nicht ändern ließ. Und die ganze Zeit Monster waren und Creeper, die mein Haus zersprengt haben und was weiß ich alles. Es ist einfach total verrückt, aber ja, so war das früher. Jetzt ist es nicht mehr so, aber ja. Gut, es war auf jeden Fall jetzt eine ziemlich kurze Zone, also dementsprechend, ich habe mir halt nie Diamantenrüstung gecraftet, mir waren die Diamanten viel zu wertvoll, habe ich nie gemacht. Und ich wiederhole mich zu oft, aber das war es jetzt mal mit dieser schönen Folge Minecraft Starcall und es gibt keinen Optifine hier in Starcall, leider, weil das ist 1.11 Pre-Release. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt ihr auf jeden Fall einen Daumen hoch und das war's dann, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss!